Jedwede Chance für eine Aufwärtsbewegung ist hochgradig beliebt, zumindest mal bei einem Teil der Marktteilnehmer, die, die jetzt auf der bullischen Seite unterwegs sind. Der DAX ist im Moment mal immerhin auf dem Weg nach oben und das macht zumindest mal nicht den schlechtesten Eindruck. Aber wie sollten wir die Situation einschätzen? Fangen wir mal mit dem deutschen Markt an, mit dem FDAX, dem Future auf den DAX. Dann sehen wir, dass wir immerhin stark nach oben gelaufen sind, zwischendurch mal einen klassischen Dreiweller. Ich muss aber sagen, es sind auch in der Aufwärtsbewegung eine ganze Reihe Korrektivbewegungen schon gewesen. Viele von euch wissen, es gibt sowas wie ein Leading Diagonal. Normalerweise bin ich da immer sehr zurückhaltend, denn die sind statistisch gesehen nicht so häufig. Beim Aktienmarkt so 15% maximal, eher wahrscheinlich weniger. Also insofern, ja, das kann so ein Leading sein. Und die Erwartungshaltung für nach oben ist nicht so schlecht. Für mich reicht das allerdings nicht, dass es nicht selten ist. Naja, 15% entscheidet selber, für hier eine Long-Position. Aber damit ist vielleicht der erste sinnvolle Stein gesetzt für den nächsten Aufwärts-Move. Der könnte nämlich sogar, jetzt machen wir das Ganze mal so ein bisschen kleiner, sich ja nochmal fortsetzen. Also, wir haben hier das, wir haben diese Korrektur. Das ist ein klares Zeichen für die Aufwärtsrichtung. Wenn wir zum Beispiel im Laufe des Nachmittags, vielleicht des Abends noch oder der nächsten vielen Stunden, hier weiterhin irgendwie so schöne, impulsive, kleinere Rücksetzer, sowas in der Richtung bekommen, sind das alles eher Anzeichen für die Aufwärtsseite. Also insofern bin ich durchaus gewillt, die Aufwärtsseite im Moment zu bevorzugen, auch wenn ich den Anfang hier vorne mit diesen Kursüberschneidungen noch übersichtlich fand. Wenn ihr jetzt sagt, aber der überschneidet auch, richtig, aber der ist viel größer als jetzt sowas. Ich versuche immer zu vergleichen, ähnlich große Korrekturen, überschneiden die oder überschneiden die nicht. Hier zum Beispiel habt ihr eine kleine und hier eine kleine, sind nicht überschneidend, die sind ähnlich groß und dementsprechend durchaus vergleichbar. Und vielleicht ist die nächste vergleichbare Größe sogar das mit starker Bewegung dazwischen, vorne ein bisschen, hinten ein bisschen und schon werden wir wieder überlappungsfrei in Impulsrichtung unterwegs. Entsprechend wären eben genau diese Korrekturen genau das, was ich mir wünschen würde, denn diese Korrektur würde anzeigen, hey, das ist die falsche Richtung. Es geht zwar abwärts, aber abwärts ist die falsche Richtung, weil schwächer, und dann wären diese Zwischenhochs sinnvolle Trigger für die Long-Seite. Also es sieht gar nicht so schlecht aus, mal zumindest für die Teilzeitbullen aktuell. Wir sehen das hier ganz frischer Markt hier beim Dow Jones, auch der ist hier nach oben gegangen, ziemlich ähnliches Bild. Wir sehen, dass wir hier auch so ein bisschen diese Wackelgeschichten haben, also die Argumentation ist bei den Indizes, egal ob jetzt dies oder jenseits des Atlantiks, ziemlich ähnlich. Achtet immer drauf, haben wir starke Bewegungen, haben wir hier irgendwie was Wackeliges, sind das eher die Anzeichen für eine Fortsetzung und jedes dieser wackeligen Bewegungen oder jede dieser wackeligen Bewegungen können wir dafür nutzen, auf die entsprechende Starkbewegungsseite eben aufzuspringen. Manchmal lässt sich das nicht so gut erkennen, aber ich mache mal ein schönes dagegen. Manchmal sind das nur dreiwellige, dann haben wir hier wunderschön diese Anstiege. Also das ist etwas, was ich immer gerne mag. Wenn es so dreiwellig ist, dann sind diese Zwischenhochs eigentlich ganz gut geeignet, da gegebenenfalls einzusteigen. Das ist bei allen Indizes grundsätzlich gleich. Begeistert bin ich ob dieser Geschichte nicht. Ihr seht auch hier der und der, vielleicht einigermaßen ähnlich groß. Naja, mindestens schrappen sie knapp an der Überschneidung vorbei oder haben eben doch, je nachdem, naja, streng genommen haben sie überschnitten und dementsprechend gefällt mir das nicht ganz so gut. Also ihr seht das mit Vorbehalt, bin ich eher bullisch, würde aber auf jeden Fall Wert darauf legen, dass ich zum Einstieg irgendwie was Dreiwelliges bekomme, dass ich mich auf der Oberseite und zwar auf der Zwischenhochseite, viele versuchen dann hier einzusteigen, das finde ich unnötig viel Platz verschenkt. Zumal wir den auch brauchen, denn wir liegen auch mit dieser Idee nicht immer richtig. Wir liegen nur statistisch gesehen so häufig richtig, dass wir, wenn wir die engeren Einstiege haben, damit eine realistische Chance haben, auch durchzukommen. Also achtet da so ein bisschen drauf. Also zusammengefasst, eher die Long-Richtung, allerdings mit ein bisschen Bauchschmerzen, denn so richtige Begeisterung für einen Impuls-Move, den sehe ich da noch nicht. Das hat die Welt schon schöner gesehen. Dementsprechend bin ich da etwas zurückhaltend, was das angeht, aber je stärker die Abwärtsseite Schwäche zeigt, um das mal so kompliziert auszudrücken, desto eher bin ich gewillt, dann zu sagen, naja, gut, ein bisschen hoch, wir hätten es ja auch verdient, dass es ein bisschen nach oben kommt. Seid aber höllisch vorsichtig, wenn der Kurs auf einmal scharf runtergeht und wackelig hier, dann würde ich sofort sagen, vorsichtig, vorsichtig, wir hatten vorher schon ein eher nicht so dolles Bild, sind in einem längeren Abwärtstrend, ganz schnell wieder wechseln. Also seid nicht zu verliebt in die eine Richtung,
sobald die Anzeichen in die starke Richtung doch wieder nach unten gehen, also sprich starke Bewegungen runtergehen und nicht so dieses Wackelzeug, wäre ich sehr vorsichtig und würde Trigger auf der Abwärtsseite suchen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen für diese Überlegung. Ihr seht, der Markt ist so in einer Zwitter-Situation. Ich bin in solchen Situationen gerne sehr zurückhaltend und sage, ich gucke mir das mal an. Aber ich weiß natürlich, dass viele von euch mit Begeisterung davor sitzen und sagen, ein bisschen was will ich machen. Wenn ihr so seid, dann solltet ihr diese Gedanken, die ich gerade mal angedeutet habe, auf jeden Fall mit berücksichtigen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.